Leo, sehr, sehr schön, dass du dir heute nochmal die Zeit genommen hast, mich hier zu erhellen, was bei dir in den letzten Wochen passiert ist. Du hast ja bei uns die Ausbildung zum Hochpreisschlosser gemacht und bist jetzt mittlerweile, so wie du mir schon erzählt hast, kurz vorab, ganz gut im Job angekommen. Und ich bin total neugierig. Insofern, ich habe dich jetzt eben schon unterbrochen, weil du mir so viele und so schöne Sachen erzählt hast. Jetzt machen wir das nochmal ordentlich von vorne. Hast du Lust? Ja, gerne. Was machst du Sehr denn genau schön. wissen? Genau, nehmen wir doch mal alle noch mal mit ins Boot, die jetzt hier vielleicht auch zuhören. Wann hast du denn hier genau die Ausbildung gemacht und vor allem mit welchem Ziel bist du damals gestartet? Ja, das war im Februar und das Ziel war reine Neugierde, wo ich die Werbung gesehen habe, wie man Hochpreiskloser wird. Allein das Wort kannte ich nicht. Und dann haben wir das angehört und mit der Regina ein Closer-Gespräch geführt. Das haben wir das Gespräch schon so gut gefallen, das sie mit mir geführt hat, und bin dann eingestiegen und gesagt, okay, ja, diese 8 Wochen mache ich mit. Und aus den 8 Wochen wurden dann 12 Wochen, weil es mir einfach so gut gefallen hat und mir sehr viel gebracht hat. Stark. Und jetzt hast du mir, wie gesagt, schon ein bisschen was erzählt. Was ist denn in diesen, wie lange ist denn das jetzt her? Im August, glaube ich, hast du mir vorhin erzählt, hast du deine erste Firma dann für eine Zusammenarbeit akquiriert, ne? Und ich glaube, im Ja. Frühjahr hast du die Ausbildung gemacht. Ist das so zeitlich richtig? Das sei die richtige, ich war dann noch ein bisschen in Urlaub, ein bisschen unterwegs, habe dann Bewerbungen geschrieben, so wie du es im Akquise-Call uns beigebracht hast. War ja ein tolles Coaching, wie man sich bewirbt, war für mich ja wieder mal neu. Habe ja 30 Jahre keine Bewerbungen mehr geschrieben, aber es war schon toll. Es war dann auch ernüchternd, aber wie gesagt, es waren über 100 Bewerbungen, und im August lernte ich dann eben einen Geschäftsführer einer Firma kennen in München. Habe dann da das Bewerbungsgespräch geführt, habe ihm erklärt, wie ich denn verkaufen würde, wie ich denn setten würde, die ganzen Kunden, die sich hier bewerben, wie ich die Kaltakquise aufbauen würde bei ihm. Und nach einer Stunde hat er gesagt, Mensch, Herr Körmeier, wir stellen Sie ein, wir können die anderen Bewerber gleich alle absagen, sparen wir uns viel Zeit, machen wir noch ein Live-Gespräch bei uns im Büro, wie arbeiten Sie denn? Dann hat er mir ein Lied in die Hand gedruckt, ich habe dann den gleich abgeschlossen, live. Habe denen gezeigt, wie man mit einer frischen, frechen, aber doch schönen Art, oder sagen wir mal einer Einer sympathischen professionellen Art Art auf jeden Fall, ne? dem Gegenüber sagt, was Sache ist, und vor allem, dass man ihm auch sagt, dass er ja als Kunde die notwendigen Voraussetzungen mitbringen muss, damit er überhaupt unser Produkt benutzen darf. Das haben die noch nie Stark. gemacht, sowas, und da waren die von den Socken. Und bei denen habe ich dann auch in den darauffolgenden 5, 6 Wochen über 600 Telefongespräche geführt und eine Quote von 14% hingelegt. Ich habe gesagt, das ist auch gar keine gute Quote, das muss noch besser werden. Dann waren die vom Sessel und haben gesagt, unsere besten Verkäufer in den letzten 10 Jahren mit 7 bis 8% Quote, das waren die besten. Wow, okay, die Dann, hast du mal eben verdoppelt, ne? ja, dann waren die natürlich noch mehr perplexer, wo die dann das Ergebnis gesehen haben. Und da bin ich jetzt natürlich fest drin in der Firma, und jetzt fangen wir eben an Verkäuferteam auszubilden, in der gleichen Art, so wie ich das mache und so wie ich es von Konstantin an auch mitgelernt habe. Und das Stark. funktioniert. Das funktioniert. Ja. Stark. Das heißt, du hast ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt. Da im Übrigen auch ein Riesenkompliment an dich, dass du da nicht einfach die weiße Flagge gehisst hast, sondern gesagt hast, ich kämpfe mich da durch. Ich weiß von dir, du bist ein Kämpfer und du gibst so einfach nicht auf. Aber ich finde, da kann man definitiv mal ein Lob aussprechen, weil das ist nicht selbstverständlich. Das gibt es viel zu oft, dass Leute da dann einfach hinwerfen und sagen, nee, geht nicht und alles doof. Und du hast mir jetzt eben schon auch gesagt, seit diese Zusammenarbeit angefangen hat, du hast vorhin gemeint, das hat sich irgendwie rumgesprochen, dass es gut läuft mit dir. Seitdem Ja. Ja, hast du, glaube ich, noch mehr Zusammenarbeiten an Land gezogen, oder? das war dann schon interessant. Dann kam einer, den kannte ich schon vor 15 Jahren, aber wir haben keinen Kontakt mehr gehabt. Und der hat das dann auch mitgekriegt. Dann hat er gesagt, ja, könntest du denn das mit mir auch zusammen dir vorstellen? Ich sage, ja, dein Produkt ist perfekt aus meiner Sicht, und da gibt es eine bestimmte Zielgruppe, die für dieses Produkt perfekt geeignet ist. Und bei dem habe ich dann ich habe da angefangen bei dem, das war 30.09. Ja, Ende September, Anfang Oktober, und in 4 Wochen habe ich dann 415.000 Euro geclosed für den. Der war dann auch von den Socken. Stark. geht denn Was kriegst sowas? Und du da der dann. Provision raus? Also wie viel Prozent Provision bekommst du? Provision waren es bis jetzt mit den zwei Firmen knapp 40.000 Euro, sowas.
Stark. Kommt Ja, das also ungefähr an dein Ziel ran, für das du am Anfang angetreten bist, oder ist es drüber, ist es drunter? Ordne das mal für dich ein. das ist in dem Ziel, ich habe mit 15.000 Euro Monatseinkommen gestartet, das ist mein Ziel nach wie vor, aber das Ziel habe ich jetzt schon erhöht, weil ich weiß, es ist jetzt mit dieser Arbeitsweise, Stark. in dieser Art, wie ich mit den Kunden umgehe oder so, ich es ja auch gelernt habe von Konstantin und von euch, ist mehr drin, ne? Und das haben die Firmen jetzt auch schon mitgekriegt, dass da mehr drin ist. Und dann kam eben die dritte Firma, das war die Firma mit digitalen Assistenzsystemen, was ja mein Favorit sowieso ist in der Pflege. Und wenn ich da meine 50 Kunden gewinne im Monat, sind es gleich mal 50.000 Euro Provision. Also es ist auf jeden Fall, man kommt Stark. schon auf eine Nummer, dass du provisionstechnisch auf 5, 6, 700.000 Euro im Jahr kommst. Und das ist nächstes Jahr schon mein Ziel. Das ist schon Wow. gesteckt. Und wie gesagt, es ist möglich, der Markt ist da, aber es fehlen die Closer und die Setter. Da ist so viel Schrott unterwegs da draußen, Lea. Sorry, ich nenne da keine Namen. Aber diese Ich bin da Profis, voll bei dir, ja. Ich bin weißt du, auch voll bei dir. diese Profis, die sich auf die Basics konzentrieren, weißt du, und nur die Basics machen. Und bin ja schon 35 Jahre im Verkauf, aber bei Konstantin habe ich eben auch wieder gelernt, da wurde ich auch wieder gegroundet, dass ich mich an die Basics halten muss, an meine Skripte und nicht weg von den Skripten gehe. No, und das habe ich Ja. gemacht in diesen 12 Wochen Close-Ausbildung bei euch. Ihr habt mich wieder angewöhnt. Trainiere deine Basics. Bis du sagst, jetzt mag ich nicht mehr. Ja gut, du wirst jetzt fürstlich dafür entlohnt, absolut verdient. Ja. Ja, was sind denn jetzt deine Pläne noch für die Zukunft? Du hast schon gesagt, Umsatz auf jeden Fall nochmal erhöhen. Gibt es Ja. da irgendwie auch noch so persönliche Challenges, die du dir gesetzt hast? Gibt es irgendwelche Bereiche, irgendwelche Branchen, in die du wahnsinnig gerne noch reingehen würdest? Oder was ist der Plan für dein nächstes Jahr? Ja, die Branche wäre die Fitness- und Gesundheitsbranche, wollte ich reingehen und da kam dann am 19.11. auch wieder jemand auf mich zu und hat mich dann auch gleich angestellt, hat mir da auch eine Vertriebsvereinbarung gegeben, weil ich arbeite ausschließlich remote und auf Provision, aber Festgehalt mag ich nicht. Ich bin der Provisionsmensch und ich möchte gern zu Hause arbeiten und mir meine Zeit einteilen können und ich habe mit den vier Firmen so vereinbart, wenn ich halt dann mal einen Tag nur arbeite in der Woche, wenn nicht Not am Manne ist. Na, wenn natürlich jetzt da 50 Leads da sind oder 60 für diese Woche, dann kann ich nicht sagen, naja, jetzt mache ich da bloß einen halben Tag. Das tue ich dann auch nicht. Also so eine Verlässlichkeit, eine Disziplin und eine Konsequenz musst als Closer schon mitbringen. Also das, ich denke, das erwarten die Firmen ja auch, dass du jetzt nicht da eine dicke Lippe riskierst und nichts tust. Das funktioniert auch nicht. Also so ein kleines bisschen, so ein Macher solltest du schon sein, dass du sagst, ich will was erreichen, ich unternehme jetzt etwas, mal unabhängig, wie alt du bist oder welches Geschlecht du hast, das spielt in dem Bereich des Closens und des Settens überhaupt keine Rolle. Ja. Ich kann Und nur jetzt reicht es mir zustimmend aber, nicken, also ja. diese Bereiche, die ich jetzt habe, die vier, die decken meine Wünsche, meine Träume komplett ab. Und persönliche Wünsche und Ziele, klar habe ich die auch. Aber was ich immer schon gern wollte, reisen mit der Frau. Dann halt auch wieder, also, naja, aber ich bin auch ein Porsche-Freak, das siehst du da hinten an den Bildern. Man erahnen. Wie kann man erahnen, gell? Ja, das ist halt auch mein Favorit schon seit 30 Jahren. Das ist ein vernünftiger Straßenrennwagen und das brauche ich dann schon auch zwischendurch, dass man sich das auslebt. Und außerdem, die kosten ja bloß noch 90.000 bis 160.000 Euro, das geht ja gerade noch. Das kann man sich ja Das dann schon mal holen, wenn es geht. ist Na? in den Gehaltsregionen dann doch möglich, ne? Stark, Ja. Leo. Richtig, richtig gute Arbeit. Ich freue mich wahnsinnig, dass du so gut untergekommen bist. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, was würdest du denn allen, die jetzt gerade mit der Ausbildung starten, vielleicht für die Vertrieb auch ein Neuland ist? Du hast jetzt schon ein paar unheimlich wertvolle Tipps und Ratschläge mitgegeben. Gibt es noch irgendwas, was du den Leuten, die jetzt wirklich ganz am Anfang stehen, raten möchtest, was du denen mit auf den Weg geben möchtest? Ja, ganz vorne steht bei mir das Durchhaltevermögen, dass man nie aufgibt und sich an die Skripte hält, also an diese Basics, was ich auch schon gesagt habe, sich an die Basics halten, durchhalten und vor allem üben, üben, üben. Das Closen und Setten ist niemandem in die Wiege gelegt. Mir war das auch nicht in die Wiege gelegt. Das kostet schon Überwindung, aber diese Überwindung, die zahlt sich immer aus am Ende. Wenn man das durchhält und durchzieht, trainiert und übt, dann wird man den Erfolg haben.
Und Firmen, die einen nehmen, die gibt es wie Sand am Meer. Super, super, super wertvolle Worte. Leo, ich danke dir für dieses wunderbare Update-Interview. Ich freue mich unheimlich, wenn wir weiterhin in Kontakt bleiben und Ja, wir gerne. weiterhin ein bisschen an deinem Weg teilhaben können, dich vielleicht sogar dann nochmal unterstützen können. Und jetzt wünsche ich dir viel Erfolg weiterhin. Geh genauso deinen Weg, wie du es bisher gemacht hast. Und wir hören uns hoffentlich zeitnah nochmal. Schönen Abend wünsche ich Ja, dir. gerne. Ich hatte auf dem Laufenden. Dir einen Sehr, sehr schönen gern. Abend. Danke.